ein selber gestalteter Kühligurt oder ein kleines Gewächshaus. Die Reitsäckler in der ganzen Ostschweiz machen momentan verschiedene Abschlussprojekte. Aber das, was die 50-jährige Rorschacherin Sarah Ingold heute geleistet hat, ist nicht nur ein Abschlussprojekt, sondern schon fast Spitzensport. Sie schwimmt quer über den Bodensee und erfüllt sich damit einen grossen Traum. Wie lange die 15-jährige Wasserratte dafür gebraucht hat, der Tobias Lehner hat sie begleitet. Sarah Ingold ist kurz vor dem Ziel. Nach knapp 5 Stunden und 40 km Schwimmen wird sie zur Rorschach von den Mitschülern und Bekannten frenetisch empfangen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist unbeschreiblich. So schön. Muss ich einfach geniessen jetzt. Für diesen Moment hat Sarah Ingold viel investiert. Mehr als ein halbes Jahr Vorbereitungszeit und 4-mal in der Woche ins Wasser trainieren. Heute Morgen um 5 Uhr. Während die Ostschweiz noch schläft, ist Sarah Ingold und ihr Begleitteam mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Und die Bedingungen heute sind optimal. Der See, der ist jetzt sehr schön ruhig und das ist natürlich das, was ich auch gehofft habe. Das Wetter, der Himmel eigentlich ohne Wolken, der ist natürlich auch sehr gut. Also es ist ein Bombentag und ich freue mich wirklich, um das heute zu machen. Gegen die 17:30 macht sich das Team dann auf Richtung deutsches Bodenseeufer. Dort zu Langenargen ist der Start von der 13,8 km langen Strecke quer über den Bodensee Richtung Rorschach. Und die 15-jährige Sechsschülerin kann es kaum erwarten. Was gut, gell? Danke. Alles Gute, gell? Danke. Einfach ins Wasser und einfach losschwimmen. Zuvorderst vorne mit dabei ist ihre Mama Astrid Ingold. Sie ist überzeugt, dass es die Tochter schafft. Sie hat sich jetzt seit 3/4 Jahren relativ gut darauf vorbereitet. Und mal, also ich glaube daran, dass sie es macht. Während der Vorbereitungen ist aber nicht immer alles rund gelaufen. Wegen einer Entzündung am Fuß hat sie unter anderem 2 Monate nicht trainieren können. Heute aber klappt alles wie am Schnürli. Nach knapp 5 Stunden wird sie im Ziel zu Rorschach frenetisch empfangen. Es sei nicht das Ziel gewesen, einen neuen Rekord aufzustellen, sondern ganz einfach für sich selber etwas fast Unmögliches zu schaffen. Eine mega Freude, dass auch so viele Leute an mich geglaubt haben. Und jetzt die vielen netten Worte, das tut dem Herzen irgendwie so gut. Für den Nachmittag hat Sarah Ingold schulfrei bekommen. Im August startet sie dann ins Berufsleben. Sie macht eine Lehre als Fachfrau Betreuung. Was für eine Leistung von der erst 15-Jährigen. Schon einiges erreicht hat auch unser heutiger Gast, wenn auch nicht im Wasser, Matthias. Er hat schon ein paar Wälder gehört, die er in seinen Lebenslauf schreiben kann. Jetzt kann Steve Shields noch etwas mehr in seinen Lebenslauf schreiben. Buchautor. Der Marsianer ist mit seinem ersten Buch am Start. Gefangene der Zukunft. Wie viel steckt von seinem eigenen Leben in diesem Buch? Und vor allem, haltet er noch immer an seinem Traum fest und will auf den Mars? Wir fragen ihn noch in dieser Stunde. Und dann lassen wir noch Eli Simic zu Wort kommen. Die Ostschweizerin vergibt heute die allerletzte Rose und vergibt vielleicht auch ihr Herz. Die Bachelorette nach dem Wetter auch noch in 60 Minuten. Bis gerade.